Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video von mir. In diesem Video möchte ich ein bisschen über Fashion sprechen. Viele von euch haben sich so ein Kleidungsvideo, Outfitvideo gewünscht und ich dachte mir, besser als ein reines Outfitvideo mit einer Momentaufnahme, zeige ich euch lieber Kleidung, die ich am liebsten kombiniere und so Pieces, die in meinem Kleiderschrank nicht fehlen dürfen und sehr einfach zu kombinieren sind. Falls ihr also Lust habt, daran teilzuhaben, bleibt doch dran. Das erste, worüber ich sprechen möchte, was ich wahrscheinlich in allen meinen Videos erwähne, sind Basic T-Shirts und eine Mom Jeans. Das ist für mich so der Klassiker der Outfits. Man kann ein Basic T-Shirt, egal jetzt ob in schwarz, grau, weiß, könnt ihr wunderbar mit Mom Jeans kombinieren. Ich liebe Mom Jeans, sie sind einfach hochtailliert, ein bisschen karottenförmig geschnitten und ich finde sie sehr schmeichelnd am Po. Die Beine werden durch einen hohen Bund wirklich optisch gestreckt. Sie sind sehr vorteilhaft und ich liebe sie. Dadurch, dass ich mich wirklich hinsetzen und aufstehen kann und nicht an meinen Jeans herumzuppeln brauche. Hier seht ihr einmal mein Lieblings-T-Shirt und meine Lieblings-Jeans. Beide von ASOS verlinke ich euch unten. Und die Hose sitzt unglaublich schmeichelhaft, wie ich finde. Und das T-Shirt hat einen sehr schönen, robusten Stoff. Hier seht ihr dann einmal die sportliche Variante in Kombination mit so Ballerinas, Stoffballerinas von H&M, einer sportlichen Boyfriend-Jeansjacke, dann meinem Fjällräven-Rucksack. Und das Ganze sieht so ein bisschen lässig und sportlich aus. Mag ich unglaublich gern, besonders wenn ich draußen oder mit Sammy unterwegs bin. Und die nächste Variante mit dem gleichen T-Shirt und der gleichen Hose in eleganter Form. Hier habe ich einmal so Pumps angezogen und eine etwas schickere Tasche und einen oversized schwarzen Blazer. Und das ist unglaublich, wie man solche Basic-Sachen kombinieren kann, sie entweder schick oder sportlich tragen kann. Und ich mag die Details unglaublich gern. Ihr könnt natürlich hierzu auch eine andere Tasche oder einen Trenchcoat tragen oder auch eine Lederjacke. Das ist auch so ein bisschen eleganter als eine Jeansjacke. Hier seht ihr beide nochmal verglichen. Also T-Shirt und Hose sind die gleichen, aber der Look ist wirklich unterschiedlich. Das eine ist so unglaublich sportlich, das andere ist so unglaublich elegant, wie ich finde, also lässig elegant. Und das ist so eine Variante, die man ebenfalls machen kann. Da kann man wirklich alle Farben verwenden, die man möchte. Die zweite Kategorie, die ich jedem empfehlen würde, im Schrank zu haben, ist einmal Kategorie Jacke. Hierzu gehört für mich eine gute Lederjacke, eine coole Jeansjacke und ein lässiger Trenchcoat. In was für Farben ihr das wählt, beziehungsweise in was für einem Style, sei es entweder eine enge und gecroppte Jeansjacke, eine etwas weitere Denim Boyfriend Jeansjacke, die Lederjacke, ob sie jetzt schwarz ist, braun ist, aus glattem Leder, aus Velourleder. Ganz egal, in welche Richtung ihr da geht, das sind die drei Items, die ich wirklich so gut zu allem kombinieren kann. Man kann sie zu Blusen, T-Shirts, Tops, Pullis, ganz normalen Basic T-Shirts kombinieren und sie peppeln euer Outfit einfach immer total auf. Das dritte Item, was ich jedem empfehlen kann, sind gestreifte Oberteile. Sei es jetzt ein gestreiftes T-Shirt oder ein gestreifter Pullover, eine gestreifte Bluse bzw. Hemd. Gestreifte Sachen sind einfach nur unglaublich cool und schick. Hier seht ihr wieder die lässige Variante. Ich habe sie kombiniert mit den gleichen weißen Ballerinas. Da kann man aber Sneaker oder Turnschuhe nehmen und dazu eine Lederjacke. Weil ich schon eine Jeans anhab, trage ich jetzt keine Jeansjacke, aber falls ihr eine schwarze Hose anhabt, könnt ihr auch eine Jeansjacke tragen. Und hier nochmal die gleiche Bluse in der schicken Variante mit einer schwarzen Stoffhose, wieder mit Pumps, einer schwarzen eleganten Tasche und dem schwarzen Oversized Blazer. Hier könnt ihr aber ebenfalls einen Trenchcoat nehmen. Und hier sieht man wieder lockere Variante, Business und schicke Variante. Kommen wir zu meiner Mitlieblingskategorie und das sind natürlich die Overalls, Schrägstrich Jumpsuits, Schrägstrich Onesie. Viele Namen, unglaublich cooler Look. Ich liebe einfach Einteiler. Ich finde, sie sind so praktisch, gerade dadurch, dass man sich nicht überlegen muss, was ziehe ich oben an und womit kombiniere ich das unten. Es gibt quasi nur
ein fertiges Teil und dann schaut man, welches Accessoire ziehe ich dazu, wie kombiniere ich das mit Jacken, Taschen, Schuhen ebenfalls, damit es entweder super sportlich und sommerlich aussieht oder eben sehr schick aussieht. Ich habe Overalls schon so häufig auf Events getragen und habe mich sehr wohl gefühlt, weil ich wirklich einen sehr schicken und sleeken Look damit erreichen kann. Da finde ich wirklich sehr toll rumzuspielen mit verschiedenen Accessoires und auch Frisuren und ich zeige euch hier ein paar Beispiele. Das ist einer meiner Lieblings-Overalls. Der ist einfach in einem melierten Grau, hat einen sehr schönen Velour-Stoff fast schon. Und ich habe hier kurze Ärmel und lange Beine. Und das kombiniere ich wirklich sehr gern in einem lässigen Outfit mit einer Jeansjacke oder einer Lederjacke. Ich krempel die Hosenbeine hoch, kann dazu entweder Turnschuhe oder Sandalen anziehen. Und ich habe wirklich so den Beach-Grill-Look, den ich total gerne mag und mich sehr wohl fühle. Hier haben wir einen sommerlichen Onesie. Den hatte ich schon so oft im Urlaub an. Und hier kann man ebenfalls so viele Sachen machen. Entweder mit einer Jacke kombinieren oder wie ich das in letzter Zeit gerne mache, einfach ein T-Shirt drüber ziehen, mir an der Seite einen Knoten knoten, den dann befestigen. Und wie ihr seht, hat das auf einmal so ein komplett anderen Look. Sieht wirklich sehr elegant aus, aber auch sportlich zugleich. Mag ich sehr gern. Ein Teiler, den ich im letzten Video anhatte, nachdem mich jeder gefragt hat, sieht so sehr sommerlich aus, macht eine schöne Figur, wie ich finde, und sieht aber zu sportlich aus. Ergänzt man es aber wieder durch schicke Elemente wie einen Blazer oder hier Booties und eine Clutch oder eine schwarze Ledertasche, sieht das Ganze schon wieder ganz anders aus. Viel eleganter und seriöser. Damit kann man im Sommer tatsächlich auf ein schönes Abendevent gehen und sich wohlfühlen. Kommen wir zu der letzten Kategorie und das sind für mich Oversized Pullover. Seien es jetzt Strickpullover, Sweatshirts, egal aus welchem Material, egal aus welcher Farbe, haben Sie einen Turtleneck, einen Highneck, da sind euch keine Grenzen gesetzt. Oversized Pullover sind unglaublich cool. Sie haben einen relativ sportlichen Touch, wie ich finde, deswegen kombiniere ich sie wirklich auf lockere Events, zum Beispiel wenn ich irgendwo mit meinen Freunden ins Kino gehe, einfach auf den Markt gehe, solche Sachen mache, abends essen gehe oder sogar gemütlich zu Hause auf einen Filmabend verabredet bin. Kombinieren tue ich sie am liebsten mit einer High-Waisted Jeans ebenfalls, kann ich mir dann den Pullover in die Hose stecken, würde ich sowieso empfehlen, anstatt den einfach nur so locker rumfliegen zu lassen. Und da kann man dann gucken, zieht man Sneaker an oder was. Je nachdem, wie euer Pullover ist, kann man das natürlich auch so ein bisschen updressen, also sprich ein bisschen modischer, eleganter gestalten. Es muss nicht immer sportlich aussehen. Da sind euch wirklich keine Grenzen gesetzt. Wie immer liegt der Fokus hierbei dann auf den Schuhen, auf der Hose und auf den Accessoires, ob es jetzt sehr sportlich oder sehr schick aussieht. Aber für meinen persönlichen Geschmack mag ich Oversized Pullover eher in der sportlichen Variante. Meine Lieben, ich weiß nicht, inwieweit euch dieses Video eine Inspiration oder Hilfe war. Ihr fragt mich ja unglaublich häufig nach so Outfit-Videos und ich liebe meine Haul-Videos, um euch zu zeigen, was ich so kaufe. Aber ich fand es eigentlich fast noch wichtiger zu zeigen, wie ich Dinge kombinieren kann, um mit einem Item, also mit einem Kleidungsstück mehrere Looks zu erzielen, die zu mehreren Anlässen passen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß daran. Lasst mich in den Kommentaren wissen, was ihr vielleicht für Kombinationen lieber mögt oder was ihr vielleicht für ein It-Piece habt, nenne ich das mal. Also wie zum Beispiel der gestreifte Pullover, der in eurem Schrank nicht fehlen kann. Wir sehen uns dann alle zahlreich versammelt, hoffentlich bei meinem nächsten Video am Freitag. Bis dahin wünsche ich euch eine wundervolle Woche und macht es gut. Ciao.